Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Stahl, Schere, Papier. Sonderfolge deshalb, weil es zwei einfache Folgen sind, die aber zusammengehören, die wir getrennt hochladen, aber die von Struktur, Aufbau und Ansatz gleich sind. Und zwar werde ich Ihnen in beiden Videos fünf Bücher vorstellen. Einmal die Top 5 Panzerbücher sozusagen und einmal meine Top 5 Geschichtsbücher ohne Panzer drin. Viel Spaß! So, Sie haben sich also für das Panzervideo entschieden. Sehr schön. In der heutigen Folge wird eine Anfrage sozusagen bearbeitet, die immer wieder an uns gerichtet wird. Leute sagen uns, okay, wir haben euch kennengelernt über den YouTube-Kanal, über das Fernsehen, wir haben euch auf einer Konferenz gesehen oder wir waren einfach bei euch im Museum, war total toll. Aber jetzt möchte ich weitermachen. Wie fange ich an? Wie kann ich mir fundiert, qualifiziert die Grundlagen dessen anlesen, was ich brauche, um Panzer zu verstehen und vor allen Dingen auch, um mich von da aus weiter fortzubilden. Natürlich kann man einfach Panzer bei Amazon eingeben oder auch im Verbundkatalog, wenn Sie leihen wollen. Aber wir alle wissen, dass man da sehr viel Schrott für teilweise sehr viel Geld bekommt, ohne großen inhaltlichen Fortschritt und eine große Fundierung. Das heißt, mein Job heute ist, die Top 5 Bücher vorzustellen, die man gelesen haben sollte als Start, wenn man sich für das Thema Panzer im Detail interessiert. Und es wird sich bei dem Thema nicht vermeiden lassen, dass man Englisch liest. Es gibt leider nicht so viele oder nicht umfassend alles auf Deutsch, wenn man die verschiedenen Facetten des Panzers betrachten will. Deswegen seien Sie nicht verwundert, aber hier werden englische Bücher dabei sein. Und wenn man den Panzer betrachten will, dann kann man da sehr viele Facetten betrachten. Da gibt es viele Geschichten zu erzählen. Aber die Basis von allem ist die Technik. Der Panzer ist ein technisches Gerät, der später kulturhistorische Aufladungen bekommen hat, der mit Leid und Tod zu tun hat und der in komplexen Zusammenhängen benutzt wurde. Alles richtig, aber anfangen muss man mit der Technik. Von da aus kann man weiter verstehen, lernen und die anderen Aspekte dann ergründen. Deswegen ist das erste Buch, was ich immer empfehle, auch gleich ein englisches, von Richard Ogorkovich, einem der ganz großen Panzerforscher, Panzerkenner, ist auch schon ein bisschen abgegriffen und auch in Benutzung, wie Sie vielleicht sehen, vor kurzer Zeit verstorben, hat sein Leben der Technologie der Panzer gewidmet. Und dieses Buch, Richard Ogorkovich, Tanks, 100 Years of Evolution, ich versuche das mal jetzt so da schön reinzuhalten, damit man es einmal sehen kann, ist ein Spätwerk aus dem Jahre 2015 und eine große Zusammenschrift über die 100 Jahre Panzerentwicklung. Das Buch hat viel Text und wenig Bilder, ist aber trotzdem verständlich zu lesen. Es ist kein besonders komplexes Englisch, falls Sie darüber jetzt nachdenken sollten. Und er macht eine wunderbare, breite Übersicht über die 100 Jahre Entwicklung des Panzers, wirklich von 1916 bis heute. Vernünftig gegliedert nach Zeit und Region, Staaten und am Ende noch ergänzt um einen Appendix, in dem nochmal auf die Elemente Feuerkraft, Bewegung und Schutz eingegangen wird. Und das, wenn man das einmal gelesen hat, dann hat man erstmal einen richtig guten Überblick über die Entwicklung der Technik und der Modelle, ohne ins Detail zu gehen, der 100 Jahre. Wesentlich fundierter als, wenn Sie sich quer durch die Wikipedia klicken. Nichts gegen die Wikipedia, aber Ogorkovich hat es eben als einen Text kuratiert, den man weglesen kann. Es ist immer noch eine ziemliche Reihung von, dann kam dieses Modell, dann kam dieses Modell, dann kam dieses Modell. Und das hat diese Neuerung und diese Neuerung und diese Neuerung. Aber dieser Fokus ist eben anders als bei Wiki-Artikeln oder bei diesen Typenkompassbüchern und anderen Büchern, wo ein Modell nach dem anderen beschrieben wird. Dieser Fokus ist auf die Entwicklung gelegt, auf die Gesamtschau und auch auf die Abhängigkeiten der verschiedenen Modelle voneinander, der Staaten voneinander, der Zeiten voneinander, auch der Themen voneinander, Schutz, Beweglichkeit, Feuerkraft, Führung und dergleichen mehr, sodass das eben den klassischen Mehrwert des Buches über Einzelartikel oder Schlaglichte darstellt. Und wie gesagt, man kann es wunderbar weglesen. Es ist relativ aktuell. Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, dann haben Sie erstmal eine ganz solide Grundlage, dass Sie sagen können, jupp, jetzt habe ich eine grobe Idee, wie das die 100 Jahre einmal durchgelaufen ist. Sie können danach nicht jedes Modell identifizieren, das im Text erwähnt wurde, aber Sie werden beispielsweise wissen, dass der T-62 wichtig war, weil er die erste Glattrohrkanone hat. Und Sie werden wissen, warum eine Glattrohrkanone wichtig ist. Genau, und damit ist das der erste Start. Das führt uns dann gleich weiter zum nächsten Buch. Das lege ich mal zur Seite. Denn wenn Sie einigermaßen wissen, wie das alles funktioniert,
Dann kann man sich die einzelnen Themen auch nochmal im Detail angucken. Und dafür nimmt man momentan auf Deutsch am besten zur Hand von Rolf Hilmes, wieder der Blick, die Meilensteine der Panzerentwicklung aus dem Motorbuchverlag. Brandneu, eine Neuauflage einer kleineren Publikation vorher, jetzt beim Motorbuchverlag rausgekommen, bis zum Jahre 2020. Dieses Buch ist sozusagen die perfekte Ergänzung zu Ogorkovitschs Buch, weil Rolf Hilmes keine große Erzählung macht, sondern er geht genau hin und nimmt das, was Sie als große Erzählung kennengelernt haben, und zerteilt das in die klassischen Ansätze, er nennt es hier Panzerkonzepte und Baugruppentechnologie, Schutz, Bewegung und Feuerkraft und eben auch Führung und Information. Und geht da sehr ins Detail. Also bei ihm sind viele Grafiken, viele Bilder, viele Fotos zu finden. Er erklärt Details der Panzerung, Detail der Feuerleitung, Detail, alle Details. Aber, und das ist noch das Schöne, es ist gut lesbar, es ist reich bebildert und damit auch unterhaltsam. Das ist ja auch eine wichtige Sache. Wenn es technisch wird, muss es ja auch ein bisschen unterhaltsam sein. Sonst wird es vielen Leuten zu trocken. Aber hier kann man immer schön mitkommen. Die Bilder sind sinnvoll gewählt, sodass man auch weiß, worum es gerade geht und man die beiden Sachen zusammenbringen kann, also die Vorstellung und das, was beschrieben wird. Sodass man hier jetzt das, was man gerade im Prinzip gelernt hat, auffüttern kann. Konkret bedeutet das, wenn Sie vom T-62 das mit der Glattrohrkanone gelernt haben, dass das wichtig war und in groben Zügen warum, gehen Sie jetzt hier weiter ins Detail, was gezogene Rohre und glatte Rohre voneinander unterscheidet und welche Munition drin verschossen werden kann und wie die sich verhält zur Panzerung, auf die sie trifft. Und plötzlich wird das Bild nicht breiter, das hat Ogorkovitsch gemacht, aber deutlich tiefer, sodass man jetzt sagen kann, jetzt verstehe ich, warum ein Pfeilgeschoss und ein Quetschkopfgeschoss ganz andere Mechanismen in sich haben. Das hat Ogorkovitsch nicht im Detail gemacht, aber Rolf Hilmes liefert ihm das. Und in Kombination sind sie jetzt schon dann ziemlich weit, wenn sie möchten. Also das ist ein sehr guter Aufbau, Meilensteine der Panzerentwicklung. Das wäre das zweite Buch des Kanons. Wenn Sie dann noch nicht satt sind, dann nehmen Sie nochmal Ogorkovitsch zur Hand, aber diesmal in der deutschen Übersetzung. Ogorkovitsch hat das Buch geschrieben, Technologie der Panzer, also im Original Technology of Tanks, aber es wurde übersetzt 1998 von Dr. Franz Felberbauer in drei Bänden, sodass er vorliegt, der Ogorkovitsch, in diesen kleinen Heftchen. Etwas seltsame Aufmachung, ist halt ein Truppendienst-Taschenbuch, also soll in eine Beintasche passen, deswegen das kleine Format. Und das ist sozusagen nochmal die Steigerung dessen, was Rolf Hilmes gemacht hat. Da sind Sie wirklich nochmal weiter in die Details. Da haben Sie noch mehr Diagramme, noch mehr Details und noch stärkere Zerschredderung des Themas in Einzelaspekte. Das ist dann wirklich hilfreich, wenn Sie sagen wollen, jetzt will ich aber mal wissen, wie das denn ist mit dem Aufschlagzünder der Hohlladungsgranate und wie das genau funktioniert. Das ist bei Hilmes auch schon drin, bei Ogorkovitsch Übersicht gar nicht, aber bei Hilmes auch schon drin. Und hier nochmal genauer. Es ist auch nicht unbedingt nur eine Steigerung, es ist auch einfach so, dass Ogorkovitsch teilweise und Hilmes teilweise verschiedene Sachen abbilden, sodass die einfach zusammen eine ganz wunderbare, ganz satte Grundlage der Panzertechnik sind. Wenn Sie die drei Sachen gelesen haben, Ogorkovitsch Tanks zur Einführung und dann Technologie der Panzer und Hilmes, dann stehen Sie souverän da mit Ihrem Wissen über Panzertechnologie. Man wird damit niemals mithalten können mit Praktikern, die sozusagen die Dinger gebaut haben oder entworfen haben, Designer und so weiter. Jeder von Ihnen, der mal bei einem Hilmes-Seminar dabei war oder seine Vorträge kennt, weiß das. Aber Sie haben mit diesen drei Büchern schon mal ein extrem Vielfaches dessen, was die meisten Menschen über Panzer wissen. Damit sind Sie wirklich gut aufgestellt. So, wenn Sie jetzt wissen, wie die Dinger funktionieren, sind zwei Sachen noch wichtig. Wie wurden sie eingesetzt und wie wurden sie von der Gesellschaft aufgenommen und gedeutet und verwertet? Das erste ist dabei, finde ich, der erste Schritt, erstmal lernen, wie sie eingesetzt wurden. Und da ist tatsächlich auch das beste Buch wieder ein englisches, Armored Warfare von Alaric Seale. Es ist ein schlankes Buch, weil es eben ein Buch für die Uni sein soll, für Kurse an der Uni, für Seminare. Es hat 260 Seiten ungefähr und ist aus dem Jahre, jetzt muss ich es aber nachgucken, ich glaube 2015, also auf jeden Fall relativ aktuell, 2017. Und das hat den großen Vorteil, dass das Buch sehr weit in die aktuelle Zeit reinreicht mit den Einsätzen und Literatur hat, die relativ aktuell ist, sodass Sie von da aus gut weitermachen können. Das Buch heißt Armored Warfare, A Military, Political and Global History. Sehr wichtig. Alaric geht hin und guckt jetzt nicht mehr auf die technischen Details, die setzt er voraus und die haben Sie jetzt auch mit Hilmes und Ogorkovitsch gelernt, sondern er geht durch die Zeit des Panzers und erklärt, wie mit diesen Panzern Krieg geführt wurde.
Und zwar in jedem Aspekt. Also sowohl vom Ersten Weltkrieg, wie das da angefangen hat, über den großen Panzerkrieg, Aufstände, also den Zweiten Weltkrieg und die Blütezeit des Panzers sozusagen, die Planung im Kalten Krieg, aber auch den Einsatz der Panzer gegen Zivilgesellschaften in Ost und West wohlgemerkt und dergleichen mehr. Ein Ausblick auf die Zukunft ist auch enthalten. Ich schaue mal ganz kurz noch ins Inhaltsverzeichnis, dass ich jetzt nichts Wesentliches vorenthalte. Genau, Kalter Krieg, die arabisch-israelischen Kriege, der Irakkrieg, Zwischenkriegszeit, alles abgedeckt. Und es ist immer eine sehr schöne, gut lesbare, also auch wieder, wenn man Englisch eben nur in der Schule gelernt hat, eine gut lesbare Übersicht über die Nutzung von Panzern durch das Jahrhundert. Also nachdem Sie gelernt haben, wie die Panzer gebaut wurden und wie sie funktioniert haben, lernen Sie in dem Buch, wie sie genutzt wurden. Mit einer breiten, aktuellen Bibliografie zu jedem Einzelthema, was ja enorm wichtig ist, weil der Erste Weltkrieg, die Zwischenkriegszeit, der Zweite Weltkrieg, der Kalte Krieg und die ganzen Stellvertreterkriege, das sind ja Sachen, da kommen Sie jetzt wirklich in die Geschichtsforschung rein. Da gibt es dann wieder plötzlich jede Menge Bücher, die relevant sind. Nicht mehr so sehr die Panzerbücher teilweise, gerade im Kalten Krieg nicht so sehr, aber teilweise eben doch. Und hier finden Sie dann die Literatur. Übrigens auch sehr wichtig, Alaric Sayle spricht und liest Deutsch, sodass hier auch viele, viele, viele deutsche Titel dann drin sind. Also wenn Sie sagen, na, ich lese das, aber Englisch ist nicht so meine Leib- und Magensprache sozusagen, um sowas zu lesen, hier einmal durchkämpfen und dann gibt es wieder viel deutsche Literatur, um dann entspannter und leichter weiterzumachen. Und als letzten Punkt, ganz wichtiges Buch. Eins der wichtigsten Bücher mit einem enorm bescheuerten Titel, wie ich finde. In dieser Ausgabe sieht man es nicht. In dieser Ausgabe heißt das Buch einfach nur Tank von Patrick Wright. Der richtige Titel, der auch auf den anderen Ausgaben oft zu lesen ist, ist, Moment, das ist richtig, hier kann man es sehen, Tank, The Progress of a Monstrous War Machine. Was erstmal so nach typischem Papier-Clickbait klingt, also die monströse Kriegsmaschine und ihre Entwicklung. Aber Patrick Wright ist ein Journalist mit historischer Kompetenz, der ein Buch über die Kulturgeschichte des Panzers geschrieben hat. Das klingt erstmal seltsam, ist aber gar nicht so abwegig. Patrick Wright geht hin und guckt sich die Aspekte der Panzerei an, die Ogorkovich und Hilmes und Sayle eben nicht abdecken. Zum Beispiel die Frage, wie denn Markpanzer der Briten in Kirchenfenstern landen als Drachentöter-Helden, also als Georg der Drachentöter. Er zeigt die Frage auf und wenn Sie das interessiert, dann kaufen Sie das Buch, wie der Satanismus von Aleister Crowley und die britische Panzerentwicklung zusammenhängen. Er macht ein Riesenkapitel darüber, ob es die Angriffe von polnischen Kavalleristen mit gezogenen Säbeln auf die deutschen Panzer gab und wenn nein, warum nicht? Also jetzt habe ich ein bisschen gespoilert, aber darum geht es. Also um die Aufladung von Themen, um die kulturelle Verarbeitung von des Themas Panzer in all seinen Facetten. Wahnsinnig spannend. Teilweise sehr, sehr abseitig, nicht abwegig, abseitig, sodass man durch manche Kapitel müssen sich manche Leute ein bisschen durcharbeiten. Aber es ist perfekt dafür geeignet, die Reichhaltigkeit des Themas klarzumachen, darzustellen, dass der Panzer ist ja eine wahnsinnige Ikone des 20. Jahrhunderts. Das ist ja eins der Fahrzeuge, das das 20. Jahrhundert symbolisiert. Und wie das in unserer Gesellschaft oder in unseren Gesellschaften sich entwickelt hat und wie es da verankert ist, das ist Patrick Wright ganz wichtig und das ist ein ganz, ganz tolles Buch, dass das super souverän und auch größtenteils sehr unterhaltsam zu lesen darstellt. Genau, das ist Patrick Wright. Ich wollte gerade noch mal kurz ins Inhaltsverzeichnis gucken, ob ich noch irgendwas finde, was mir gerade einfällt. Ja, zum Beispiel auch der Futurismus, also die Idee, in der Zwischenkriegszeit alles mit Technologie bewältigen zu können, wie das mit dem Panzer zusammenhängt in Italien und wie dadurch die italienische Panzergeschichte entwickelt wird oder die kulturellen Aspekte, die zum Merkava geführt haben, also warum der Merkava so anders ist als andere Panzer. Alles hier drin sind auch satte, ja, 500 Seiten sind es dann schon, aber wahnsinnig gut zu empfehlen. Kaufen Sie es. Und wenn Sie dann dieses Set zusammen haben, Ogorkovich Tanks, Ogorkovich Technologie, Hilmes Meilensteine, Alaric Sayle Armored Warfare und Patrick Wright Tank. Und wenn Sie das gelesen haben, dann sind Sie ganz souverän aufgestellt für jede Diskussion, können auf jeder Party ein Dutzend Mythen abräumen, wenn das Thema auf die Panzer kommt. Und Sie können, wenn das Thema Sie dann immer noch interessiert, von da aus souverän, weil kuratiert und fundiert, weiter recherchieren anhand der Literaturlisten, die Sie in diesen Büchern finden. Das war's auch schon. Vielen Dank. Tschüss.